So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Time Splitters. Wir sind in Level 9 der Roboterfabrik. Und ich bin gerade dabei, mein neues Headset zu testen in der ersten richtigen Game-Aufnahme. Ich muss dazu leider jetzt mit einem anderen Programm aufnehmen. Beziehungsweise ich nehme weiter das Spiel mit Traps auf, aber muss jetzt mein Audio separat aufzeichnen, weil das Headset sonst zu leise ist. Aber mal schauen, wie das Ganze dann wird. Wenn es gut klappt, dann sollte eigentlich meine Sprachqualität ein bisschen besser werden. Mal schauen, wir spielen auf normal. Nach den Maschinenkriegen sind die mächtigen Fabriken und Produktionsanlagen endlich stillgelegt worden, abgesehen von einer. Ultranet-Quellen haben offenbart, dass die dunklen Maschinistenkinder ein Powernetzwerk aktiviert haben und jetzt probieren. Ach nee, dass das Kind vom dunklen Maschinisten hat ein Power-Netzwerk aktiviert und möchte jetzt eine Roboterarmee bauen, um seine Rache zu verüben. Falls das ab und an mal so ein bisschen knallt, ich weiß nicht, wie gut das Headset jetzt hier ist. Draußen fliegen eine Menge Böller rum, weil es fast Silvester ist, immerhin der 28. heute. Naja. Neutralisiert seine Fabrik, bevor er diesen schrecklichen Konflikt wieder entfachen kann. Wenn du ins Innere gelangt bist, dann solltest du sofort damit anfangen, die individuellen Energieknoten zu zerstören. Die sind sehr robust und können nicht mit normalen Waffen beschädigt werden. Aber die Fabrik hat immer noch eine kleine Nummer von Elektro-Tools. Transportable Generatoren, die in der Konstruktion der Fabrik benutzt wurden. Die sind vielleicht in der Lage, die Knoten zu überladen mit einem anhaltenden elektrischen Strahl. Sobald die Knoten ausgefallen sind und die Produktionslinien ausgefallen sind, musst du noch das Kind des dunklen Maschinisten finden und ihn aufhalten. Naja, wir haben eine Menge zu tun. Wenn ich schon wieder Elektro-Tool lese, das ist eine schreckliche Waffe. Konnte ich nie leiden, das Ding. Aber na gut. Aber immerhin dadurch, dass jetzt das Audacity im Hintergrund läuft, wo ich mein Audio mit aufzeichne, sehe ich jetzt, wie lange ich schon aufnehme. Das ist immerhin so ein positiver Nebeneffekt. Das müssten jetzt etwa 2 Minuten 25 sein. Ja, Spannung pur. Was passiert hier? Da werden wohl Roboter gebaut. Das hat eine Roboterfabrik so an sich. Ja, das ist der Freund, den wir aufhalten sollen. Das ist der Avatar. Das sieht man schon an der Glatze. Und vor allem an der Gasmaske. Da erkennt man den Avatar. Ja, der hat eine ziemlich komische Sprache. Das ist hier wie in Afrika, wo die sich mit Knacklauten verständigen. Was geht denn ab hier? Was spielen wir denn heute? Das hier sind wir. Ich weiß nicht mehr, wie der, die das Ding heißt, aber es hat irgendeinen Namen gehabt, wahrscheinlich. So, da haben wir schon einen Gegner. Ich muss mich erstmal an den neuen Sound gewöhnen, weil das Headset, was ich jetzt habe, das hat Surround Sound. Das heißt, ich weiß jetzt, kann immer so ein bisschen hören, von wo was kommt und so. Das macht viele Sachen deutlich beängstigender. Ich habe vorhin, nee, beziehungsweise vorhin und gestern habe ich Dark Souls gespielt mit dem neuen Headset. Und durch den Surround Sound denkt man echt, boah, fuck. Was ist das denn? Warum stehen die da alle nur blöd? Ja, da denkt man echt teilweise, boah, what the fuck? Da nähert sich was. Und das ist dann echt krass, weil dann weiß man, oh fuck, gleich bist du tot. Falsche Taste. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach mal hier so den Weg lang. Und hoffe, dass ich richtig laufe. Was ist das hier? Scanner funktioniert nicht, das sehe ich. Deswegen ist er an. Nehmen wir Brüste. Es ist immer sehr wichtig, dass man sowas in Roboterfabriken hat. Was haben wir hier? Da haben wir ein Monitor-Ding und da haben wir direkt mal eine Rüstung. Was ist da drin? Abgeschlossen. Na gut, mal gucken, was können wir hier machen? Security Railbot.
Wie fahre ich denn das Ding? Der kann ja sogar schießen. Meine Fresse. Was machen wir jetzt mit dem Ding? Ach so, wir fahren einfach in den Laser rein, um den kaputt zu machen. Auch gut. Was haben wir hier? Plasmabällchen. Was ist das hier? Oh, jetzt hab ich irgendwas gemacht. Aber hab's aus Versehen weggedrückt, das war blöd. Wir haben irgendeine Brücke ausgefahren. Ich weiß nicht, habe ich beim ersten Mal, als ich das Spiel aufgenommen habe, habe ich da echt mit falschen Settings aufgenommen, dass es so ruckelt hat? Weil es, abgesehen von Sibirien und Chicago, die ich am Stück aufgenommen hatte, hat es ja fast gar nicht mehr geruckelt. Das fällt mir jetzt irgendwie so auf. Ist natürlich blöd. Vielleicht sollte ich die ersten Levels dann nochmal neu aufnehmen. Und neu hochladen. Weiß es nicht. Auf jeden Fall kann der Wunsch, dass ich dir auch die Multiplayer-Mode dann nochmal zeige. Kann ich gerne machen, wenn wir durch sind. Ich habe zwar keinen, boah, der mitspielen kann. Weil das halt über einen Emulator läuft. Und der Emulator hat keinen Online-Play, das heißt, ich kann einfach nicht mitmachen lassen. Aber ich kann es mit Bots zeigen, das macht auch Spaß. Und ich denke mal, ich werde das dann irgendwie probieren, interessant zu gestalten. Was ist das? Uah! Was ist das denn für ein Ficker? Gucken, hier. Killt dich das? Nein, das killt dich nicht. Aber das killt dich doch. Oh, das ist ein Turret. Das ist noch eins. Kill ich denn die Dinger? Shit. Meine Fresse. Das ist ja das Problem mit dem ekelhaften Aim. So, jetzt habe ich fast meine ganze Rüstung verbraucht an den Dingern, nur weil die Steuerung scheiße ist. Und riesiges, weiträumiges Gebiet. Wer bist du? Oh Gott, sind aber widerstandsfähig, die beiden. Was hat er getroffen? Die halten trotzdem eine Menge aus. Und der eine hat eine Granate dran. Jetzt ist was kaputt gegangen. Beide. Gut. Also, oh nee, nicht schon wieder so ein Ding. Ja, ist ja gut, hör auf. Lass mich bitte in Frieden, mein Freund. Was ist das denn da oben? Jetzt fährt da noch so ein Fick-Ding vorbei. Ach, ich hasse das, ey. Ist fast so schlimm wie Atomsmasher. Wenn nicht sogar noch schlimmer. So, hat das Ding ausgeschaltet. Schießt schon wieder irgendwas. Boah. Ah, überall Zeug. Fuck. Ja. So, das war jetzt die Durchrennen-Taktik. Ich höre schon wieder irgendwas. Der ist jetzt über mir, glaube ich. So, jetzt habe ich meine letzten Granaten verballert. Aber er ist tot. Ja, man sieht ihn, er ist halb durch die Treppe gefallen. Boah. Immerhin halten die kleinen Dinger nichts aus. Das ist schon mal ein bisschen in Ordnung. So, ich bräuchte mal eine neue Rüstung, bitte. Eine neue Rüstung, bitte, für mich. Meine habe ich ja schon wieder verbraucht. Ach nee, lass das doch mal, Leute. Die Türme stinken. Naja, gut, den habe ich immerhin vorher gesehen. So, haben die... Nein, noch ein Ding. Hey, hey, hey. Immerhin konnte ich da evaden. Voll professionell. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Aber bis jetzt sieht's. Oh, was ist das? Was ist das denn? Da fuck. Okay. Weil man schießen die ihre Penisse ab. Was ist das? Ach, das ist ein Energieknoten. Da unten sehen wir schon wieder einen Roboter. Ich guck mal, ob ich ihn treffen kann. Da kommen so eine Dinger angeflogen. Gut. Jetzt treffe ich dich sogar richtig, nicht nur mit den Reflexionen. Oh, der hat eine Laserwaffe gedroppt. Laserwaffe, beste Waffe im Spiel. Ich weiß, das habe ich bei der P90 auch gesagt, aber die Laserwaffe ist wirklich gut. Die ist komplett broken.
Ah, da war eine Rüstung. Cool. Wo ist die Lasergun? Da haben wir die. Die hat nämlich ein paar Sachen, die einfach mal geil sind. Zum einen kann man die chargen. Je länger man sie chargt, desto mehr Damage macht sie. Ist ja krass, dass ein Penis rauskommt. Und zum anderen kann man damit ein Schutzschild machen. Schutzschilde sind immer toll. Da liegt ein Elektro-Tool. Was fährt da rum? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht nicht nett aus. Rad, Rad. So, jetzt kommt es noch. Jetzt konnte man irgendwie umschalten, oder? Da hat irgendwas gekillt. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht so gut, die Waffe. Was ist das denn? Fick dich. So was hätte ich jetzt gar keinen Bock. Mir jetzt die Türme noch hinterher rennen. So, ich glaube, der ist jetzt erstmal still. Jetzt ruckelt es ein bisschen. Muss man jetzt dem Spiel mal sagen. So, jetzt überladen wir das Ding mal. Ne, da kommt jemand. Boom. Dann überladen wir das jetzt. So, wir haben ein Elektro-Tool. Dann drehen wir die Dinger. Dreh, 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 dreh. Auch noch drei. Geiles Ding. Ah. Fuck, überall Zeug. Ja, das habe ich im Multiplayer schon gemerkt, wenn ich die Waffe zu lange charge, dann fängt das Spiel auch an zu ruckeln. Keine Ahnung, woran das liegt. Ist ein bisschen random, finde ich. Aber man sollte sie eh nicht so lange chargen. Kurz chargen, dann macht sie nämlich auch schon maximalen Damage. So, ich glaube, ich muss jetzt zurück. Nach oben. Und das Level ist verdammt lang, wie es scheint. Wir haben einen Knoten nach 12 Minuten. Wo bin ich denn hergekommen? Von da bin ich gekommen, glaube ich. Dann gehen wir mal hier gucken. Das Ding schießt nix. Oh, dachte ich schon. Es hat gepiept. Fuck, der kommt. Lass mich in Ruhe, Railbot-Ding. So, du stirbst jetzt. Oder auch nicht. Jetzt stirbst du. Auch gut. Stirbst halt erst verzögert. Meine Fresse. Und schon ist meine Rüstung wieder weg, die ich gerade gesammelt habe. Ich habe 7 Schuss. Ich sollte mal meine Waffe wechseln. Was haben wir denn noch? Wir haben nur noch die Pisskacke hier. Ich hasse Railbots. Deswegen steuere ich jetzt selber ein. Komm her, you Ficker. Muss ich jetzt hin? Keine Ahnung. Fahren wir einfach mal. Was haben wir hier? Da unten ist so ein Dingens. Da kommt. Ja, genau. Genau auf dich habe ich jetzt gewartet, mein Freund. Du überhaupt nicht nervst. Was ist das denn? Alter. Jetzt sehe ich nicht, ich bin gleich wieder tot. Ah, Gott, ey. Ist ja gut, wo kam denn das Pissviech her? Kann doch nicht sein. Wo kommt das Ding her? Ah, ist halt. Ich. Ne, gut, ich sag einfach nichts mehr, weil das ist jetzt schon. Ich glaube, das ist schon gelaufen. Wozu habe ich jetzt das Ding hier? Das bringt mir einen Scheiß. Oder? Ja, hier hinten geht's nicht weiter, an der anderen Seite geht's auch nicht weiter. Das ist zu. Fahr mal halt hier nochmal rum. Müssen wir bestimmt irgendwas kaputt schießen? Da unten fliegt so ein Nippel rum. So. Das könnte man hier nicht kaputt machen. Ich sehe hier absolut nichts, außer die Lampe da. Da unten fliegt noch so ein Ding rum. Was einfach mal untreffbar ist mit dem Ding. Kann ich das da kaputt machen? Ah, ich muss anscheinend das Ding kaputt machen da. Shield deactivated, okay. Hat es doch einen Sinn gehabt. Ach, das ist jetzt schon. Na, das ist jetzt automatisch kaputt. Ausgezeichnet.
Dann gehen wir mal weiter und gucken mal, ob wir das Level tatsächlich noch schaffen. Mit nahezu keiner Energie. Checkpoint! Das ist ja schon mal okay. Oh Gott, was geht denn hier ab? Komm raus. Ich weiß genau, was du da drin bist. Ich höre, dass ich dir Schaden mache. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Bam, 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 bam. Gut, das bringt anscheinend gar nichts. Da haben wir halt jemanden rund im Kreis. Yeah, give me a bitch. Okay, das reicht, das reicht. Anhalten. Anhalten. Ich frage mich gerade so ein bisschen, was mir das hier bringt. Kann ich denn auf diese komischen Nippelstationen da schießen? Bringt das was? Nee. Ich kann nur den abschießen, aber das bringt mir ja nichts, solange der nicht rauskommt. Das Mammo. Ist er kaputt? Owned. Dann machen wir die anderen. Ja, dann machen wir die anderen auch damit. Positionieren wir uns schon mal. Wo ist denn das Ding jetzt? Hä? Da bin ich. Oh, ich kann mich selber beobachten. Ich könnte mich jetzt wahrscheinlich auch selber killen damit. Genau, das wollen wir ja. So. Gucken, hier kommt gleich wieder so ein Zitter rausgeflogen. Nee. Schnell zurück. Das ist ja sogar ein stationärer. Nicht mal einer, der laufen kann. Oh Gott, wie soll ich ihn treffen? Impossible. So, das war's denn für den Raum. Gehen wir mal weiter. Gut, den kriegen wir auch damit kaputt. Was ist er denn? Ach, da unten. Oh, du Wichser. Das war dreist. Der killt mir einfach meinen Bot. Aber ist auch gestorben daran, weil er drunter stand wahrscheinlich. Lalala. Ah, du schon wieder. Meine Laserwaffe ist fast alle. Was haben wir denn noch? Wir haben noch das Plasma-Gewehr. Da, Plasma-Auto-Rifle. Ach, du machst ja nicht viel Schaden mit dem Kacklaser. So, ah, Rüstung, 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 Rüstung. Wo ist er denn? Hallo? Jetzt dachte ich, ich kann die nicht collecten, warum auch immer. Ein Schuss für so ein Ding. Da geht's nicht weiter. Und da oben ist schon wieder so ein Ding, was aufsteht. Auf den habe ich absolut keine Lust. So, ein bisschen von der Munition hätte ich ganz gerne noch, deswegen nehmen wir jetzt erstmal das Schwächere. Wo ist er denn? Da unten. Ah, ich hasse die Teile. Ach, die halten auch überhaupt nichts aus. Wie viel habe ich jetzt draufgeballert? 60 Kugeln? Irgendwie so in dem Dreh. 60 Stück nur. Mann, ist ja ganz normal. Ich höre schon wieder Zeug. Da hinten läuft ein großer. Da oben läuft ein großer. Okay, Moving Energy Node. Ist ja schön, dass hier so ein Ding rumläuft. Da ist sicher was. Alter, macht das ein Damage. Drei Schuss. Ach Gott, Lenkraketen. Nett. Fick dein Leben, Junge. Kannst du nicht hin mit Lenkraketen rumballern? Das macht man doch nicht. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Activating Crane. Ich brauch doch kein Crane. Ich will dann nur das Ding hier weglasern. Dreh, dreh, dreh. Na, danke. Spawn wieder Zeug. Nehmen auf die Sci-Fi Handgun. Zum Glück haben die alle überhaupt kein Aim hier. So.
haben wir das auch geschafft, ohne uns selber zu töten. Ja, hervorragend. So muss das immer laufen. Macht's aber meistens nicht. Ich höre noch irgendwas. Gucken, hier war... Gab's hier nicht irgendwo dieses... Da war doch was mit Moving Energy Node. Ich dachte, das müsste man jetzt da unten reinschieben in den Laser. Da liegt das Elektro-Tool. Da hinten ist noch ein Typ. Den möchte ich gerne noch weglasern, weil ich da wahrscheinlich gleich hin muss. Da ist auch schon weggelasert worden. So, gehen wir mal hier hoch. Ich werde jetzt gleich gefickt, werde ich. Ich will keinen Homing Launcher. Geh weg damit. Kacke. Ich will da drüben die Laserwaffe, die da liegt. Hast du auch eine Laserwaffe? Nee, das ist ein Homing Launcher. Toll. Oh Gott. Mann. Wehe, die sterben nicht dadurch. Komm hier. Homing Launcher so strong. Ich habe noch ein bisschen Lasergun-Waffe. Toll, das ist alle. Das Ding macht überhaupt keinen Schaden. Elektro-Tool stinkt. Geh down, Junge. Du kannst da nicht so viel aushalten. Ist das lächerlich. Ist das lächerlich. Mehr ist das nicht. So, danke, mein Freund. Da drüben liegt eine Rüstung, die ich haben möchte. Da unten liegt auch eine Rüstung, die ich haben möchte. Überall liegt Rüstung, die ich haben möchte. Gucken wir erstmal die hier. Ich habe nämlich so das Gefühl, als wenn auf der anderen Seite irgendwas spawnt an Zeug. Schon über 20 Minuten das Level. Ich glaube, das geht noch eine Weile. Lasergun. Alter, das ist schon wieder so ein Ding. Ihr seid unkreativ, Entwickler. Ihr könnt ihr nicht überall diese Scheiße inspawnen. Ich dachte, er ist tot. Weil er sich gerade so komisch gedreht hat. So, immerhin haben wir nur einen Hit kassiert, aber meine Munition neigt sich echt dem Ende langsam. Ne, die hebe ich mir noch auf. Ich mache erstmal dich da drüben. Ich weiß nicht, ob das mehr bringt, wenn man oben gegen schießt. Oh ja, das bringt definitiv mehr. Gut zu wissen, nachdem wir jetzt schon 20 Millionen gekillt haben davon. Da haben wir einen Homing Launcher. Was ist das? Sprengstoff? Wow. Gut zu wissen. Activating Transporter. So, das ist jetzt aktiviert, dann müsste jetzt... Was ist das denn? Ist das aus dem Energy Note Ding? Okay, jetzt wird's rot. Ach, da oben ist das Ding. Ah. Okay, ich mach's bumm. Ich seh's schon, es dreht schneller. Dreh, dreh, dreh. Los. Los, geh hoch, mein Freund. Muss ich selber noch aufschießen? Ja, gerade wo ich die Waffe switche, ist das Ding kaputt. Wo ist jetzt noch was gespawnt? Ich spawn hier überall mit Rocket Launcher und der Scheiße rum, ey. Da oben ist noch einer. Die Waffe ist auch mit dem Auto eben saugut. Nee, hatte ich hier nicht irgendwo noch eine Rüstung liegen gehabt? Da unten. Genau deswegen wusste ich nämlich schon, ich heb mir das lieber auf. Weil ich wusste, da kommt garantiert irgendein Scheiß und dann spawn ich schon die Spaß mit dem Rocket Launcher. Man kann einfach nichts dagegen machen, man kann ihn nicht ausweichen. Sind ja nicht umsonst Homing Rockets. So, überall fliegt Zeug rum, ist schön. Ich gehe jetzt einfach hier weiter. Gucken, was gibt's denn hier? Wo sind wir denn jetzt hier? Was ist das denn? Wo sind wir jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Was? Achso, jetzt sind wir wieder hier oben.
Ich weiß nicht, was der für eine Waffe hat, aber ich schieße ihn einfach mal ab. Massive Slowdown. Ich habe keine Muni mehr. Was habe ich denn? Habe ich überhaupt noch für irgendwas Muni? Plasma-Rifle, alle Laserguns, fast alle Homing-Launcher habe ich noch. Ey, das ist ja richtig geil. Ich habe für nichts mehr Muni. Da kommt eine Rocket angeflogen. So, für was habe ich jetzt Muni gesammelt, bitte? Ah, eine Pistole. Scheiße. Da hätten es auch noch einer, der schießt. So. Ich bin fast tot. Ich hoffe, jetzt kommt gleich noch mal eine Rüstung. Ja, du bist natürlich eine Rüstung. Eine laufende Rüstung. Ich meinte ich aber eigentlich nicht damit. So, jetzt kommen wir hier lang. Bitte, Spiel, gib mir eine Rüstung. Oh, fuck. Jetzt kommt nämlich noch der Boss. Das wird auch wieder ein Boss. Defeat the Mechanist. What the hell? Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, aber ich denke mal, Homing Rockets sind sicherlich gut. Ich mache überhaupt keinen scheiß Schaden an ihm. What the fuck ist das denn, ey? Und Overload. Aber er macht mir auch keinen Schaden, das ist gut. Er trifft mich zwar die ganze Zeit, aber irgendwie zieht er mir nichts ab. Okay, das war ja echt billig. Jetzt? Was mache ich jetzt? Achso, hier geht's noch weiter. Ah, gut. Können wir oben noch sterben. Irgendwie klingt das, als wenn die Musik gerade so ein bisschen in so einem Loop hängt. Ach man, ja. Bam, 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 bam. Ja, es war klar, dass das Portal unten ist. Sonst wäre es ja auch zu einfach, wenn man direkt oben abhauen könnte. Time Portal stabilized. Bitches. Ich habe gewonnen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Level auf Anhieb schaffe. Es ist zwar knapp, aber ich habe es geschafft. Das reicht mir, muss ich ganz ehrlich zugeben. Puh. Puh. Mechanist, cool. Ich habe das Spiel, habe ich echt... das Level habe ich echt als so schwer wie den Atomsmasher in Erinnerung, aber da lagen wenigstens ein paar Rüstungen rum. Das war ganz gut. Ich will nicht nach Sibirien. Beim nächsten Mal, letztes Level, Space Station. Man sieht auf dem Bildschirm, das ist das, was wir aus dem Intro kennen. Wo Mr. Cortes und Corporal Hart sich aufhalten und da wird dann nächstes Mal richtig hart gefickt. Auch nochmal schwierig. Ja, also auf dem Niveau von dem hier und dem anderen Kacklevel. Ich hoffe, ihr seid noch mit dabei, wenn wir das letzte Level angehen und danach gibt es dann noch ein, zwei Bonusparts mit dem Multiplayer, wo ich ein bisschen was zeige. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß in dem Level. Ich hatte keinen. Aber egal. Ich bin Riven, das war Timesplitters. Ihr könnt ja auch mal Feedback da lassen, ob das neue Headset besser ist oder schlechter oder was auch immer. Ansonsten spiele ich noch ein bisschen mit den Settings rum und schaue mal, ob ich das besser hinkriege. Wir sehen uns dann im letzten Level. Bis dahin.